Hi, ich bin Tom Berger, und in dieser kurzen Präsentation erzähle ich dir meine ziemlich ungewöhnliche, nie wieder zu früh kommen Erfolgsgeschichte. Nämlich, wie ich es geschafft habe, meinen Orgasmus von gerade mal eben 15 lächerlichen Sekunden, ja, okay, lass es meinetwegen 20 gewesen sein, auf volle 42 Minuten und 35 Sekunden rauszuzögern. Heute glaubt mir das keiner mehr, aber vor gerade mal ein paar Monaten, ja, da lag mein Sexleben total am Boden. Und wenn du in der gleichen Situation bist wie ich damals, glaub mir, ich weiß, was du durchmachst, ja. Aber ganz genau weiß ich das. Hast du auch die Erfahrung gemacht, es redet keiner drüber und du denkst irgendwann, du bist der Einzige, dem es so geht? Ja, und es macht dich verrückt, aber du weißt überhaupt nicht, was du tun kannst? Du willst einen Schlussstrich unter dein Problem ziehen, ein für alle Mal, aber weißt einfach nicht wie? So ging es mir auch. So ging es mir auch. Willst du wissen, was ich gemacht habe? Dann guck dir einfach diese kurze Präsentation an, ja, dann zeige ich dir Schritt für Schritt haargenau, was ich gemacht habe, ja. Und jedes kleine Geheimnis, jede einzelne Methode, jeden Trick, der mir dabei geholfen hat, mein Sexleben komplett umzudrehen, ja, von totalem Frust zu Genuss ohne Ende. Also, lass uns loslegen. Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, wo das fast zum Überlaufen gekommen ist, ja. An dem Tag wusste ich, so geht's nicht weiter. Und das war dann auch der Tag, an dem ich beschlossen habe, ich muss das Problem ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Ich war so weit von fertig mit den Nerven, dabei hatte alles noch so gut angefangen. Meine Kollegin, ja, mit der ich damals zusammen war, die war so heiß und so weit von angetörnt, und kaum gehen wir voll ab, bäm, ja, schlägt schon wieder wie eine Bombe ein, ja, schon wieder zu früh, aber sowas von zu früh. Du glaubst, du kommst zu früh, ich sag dir, im Vergleich zu mir hättest du ausgesehen wie ein Sexgott. Ja, ey, ich habe keine 15 Sekunden geschafft, keine 15 verdammten Sekunden. Ja. Einfach aus, vorbei. Ey, und mit jeder Schnitte immer das Gleiche. Ey, was für ein Horror. Die Stimmung war jedes Mal im Arsch. Ja. Tut mir leid, dass ich das so drastisch ausdrücken muss, aber genau so war es. Ja. Nur diesmal war es besonders schlimm. Bei unseren Dates hat sie mich immer total bewundert. Und so logisch, hat mir echt gut gefallen. Und was davon jetzt noch übrig war, kannst du dir ja denken. Ja. Nix, nada, niente. Ja. Das war schon echt bitter. Das war echt bitter. Und dabei hat sie sich echt bemüht, nicht so enttäuscht auszusehen, wie sie war. Ja. Ey, was machst du stattdessen? Guckt mich ganz mitleidig an und sagt im Flüsterton: Hey, ist schon okay. Das kann doch jedem mal passieren. Ja, mal, ja. Ey, wenn die wüsste. Ich meine, es war ja gut gemeint, aber mal ehrlich. Das war echt wie ein Schlag in eine, weiß schon, ja, deutlich unter der Gürtellinie. In dem Moment habe ich nur noch gedacht: Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Aber nee, falsch gedacht, Tom. Okay, jetzt ist ja kein Geheimnis, dass Frauen viel tratschen, ja? Aber müssen die denn wirklich immer alles mit ihrer besten Freundin bequatschen? Anscheinend schon, ja. Würdest du nach so einer Situation als erstes deinen besten Kumpel anrufen? In 100 Jahren doch wohl nicht, oder? Aber deine Freundin telefoniert, und wenn es noch schlimmer kommt, ja, trifft sie sich mit ihrer besten Freundin. So schnell kannst du gar nicht gucken. Und dann geht's los. Sie berichtet super ausführlich über dein Missgeschick im Bett, ja. Und da wird garantiert kein Detail ausgelassen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Die diskutieren, vergleichen und stufen dich ein. Frauen. Und dann kommt's. Ihre Freundin, ja, die muss ihr natürlich versprechen, dass sie alles für sich behält. Und die sagt, versprochen, ist doch klar. Ja, schön wäre dann nur, wenn das dann auch so wäre. Ja, aber Frauen haben da wohl eine etwas andere Vorstellung davon, was versprochen bedeutet, als wir. Denn kaum sind die beiden Mädels auseinander, geht's auch gleich weiter. Ja. Die Freundin deiner Freundin hat ziemlich sicher nichts Besseres zu tun, als gleich die nächste zu informieren. Ja. Und wenn's blöd läuft, dann geht das noch eine ganze Weile so weiter. So viel zum Thema versprochen. Eins ist jedenfalls sicher: Deine Leistung, ja, die macht die Runde. Und zwar wie ein Lauffeuer, nur schneller. Woher ich das weiß? Pass auf. Die Nacht war also eh schon scheiße genug gewesen, ja. Und ich gehe dann am nächsten Tag entsprechend frustriert zur Arbeit. Und jetzt ahnst du wahrscheinlich schon, was kommt. Ja. Ich komme ins Büro, und was erwartet mich? Plötzlich Totenstille und jede Menge mitleidsvolle Blicke. Im ersten Moment denke ich noch: Gott, was ist passiert? Warum sind die alle so betreten? Ja. Und dann macht's Klick. Ja. Ich denke mir nur: Das kann doch jetzt bitte nicht wahr sein. Ja. Und dann marschiert auch noch so eine dumme Kollegin.